Ein Mann mit einigen Hobbys. Unter anderem dem Sammeln von Uhren. Auch dieses Exemplar hatte seine Leidenschaft geweckt. Die steht jetzt bei mir unten im Eingangsbereich auf einem anderen Schrank. Was sagt denn Ihre Frau dazu? Ja, also alle laufen lassen darf ich sie nicht. Das Gebimmel und Geläute würde zu viel werden. Ein paar wenige sind am Laufen. Aber ansonsten steht sie voll hinter mir, was dieses Hobby anbelangt. Vielleicht kann die Beratung dazu beitragen, dass die hübsche Uhr doch mal wieder läuten darf? Grüß Sie Gott. Grüß Gott. Sehr schön, dass Sie da sind. Ich sehe eine sehr schöne hölzerne Uhr. Gibt es eine Geschichte dazu, die Sie erzählen können? Ja gut, die Geschichte dahinter. Selbst komme ich aus dem Badener Land. Diese Uhr ist in einem Werk gepunzt mit der Lenzkirche aus dem Schwarzwald, auch Badener Land. Und dann ist doch schon ein gewisser Bezug zu der Uhr da. Mhm. Ja. Und die haben Sie geerbt, gekauft? Gekauft über Internetaktion habe ich in einem Konvolut gekauft, waren 2-3 Uhren und das war das Objekt, womit dabei war. Ah, sehr schön. Also es ist eine nette Uhr, die entweder am Tisch oder am Kamin steht. Bei uns sagt man nette Tischuhr oder Tischuhr. Das Ganze ist aus Holz, ein Wurzelmaserholz. Das kann man hier, das schimmert im Licht sehr schön. Sie hat ein Zifferblatt, das Stunden und Minuten anzeigt. Das Ganze würde ich so einordnen in die Mitte des 19. Jahrhunderts. Auch schon industriell gefertigt zum großen Teil. Also nicht mehr Einzelstückfertigung, sondern bis zu einem gewissen Grad auch eine Massenfertigung. Insbesondere dann beim Werk natürlich. Das Gehäuse ist sicher auf ein Mobiliar hin angepasst. Es war nicht isoliert. Das wäre natürlich immer schön, wenn man das im Gesamten erhalten hätte. Man kann sich gut vorstellen, dass es dazu einen Tisch und Schränke gab und auch Stühle, die in diese Formen, diese Muster hier aufgegriffen haben. Aber jetzt, bevor wir da weitergehen, sollten wir doch mal hinten ins Werk reinschauen, denn das macht das Ganze ja noch spannender. Ja, eine Stutzuhr, eine gekürzte Standuhr sozusagen, die ausschaut wie der Aufsatz einer Standuhr und deswegen eine gestutzte Uhr. Ich drehe sie mal um, damit wir mal sehen, was auch hinten drin ist. Wir haben hier erstmal ein sehr schön ausgearbeitetes Blech mit einem Stoff drin, der einfach dafür da ist, damit der Klang von der Glocke oder dem Gongstab auch gehört wird. Da ist ein ganz klassisches Schwarzwälder Platinenuhrwerk drin aus Messing. Wir haben hier oben diesen großen Aufbau, den man sieht, wo die Pendel aufgehängt ist. Da geht ein Stab nach vorne zum Zifferblatt, wo Sie die Feinregulierung machen können. Wir haben einen sehr großen Gong. Das ist also auch eine, wie ich finde, eigentlich tolle Erfindung, weil man hat einen sehr massiven Messingklotz eigentlich auf einem ganz kleinen, dünnen Stab. Und sobald man den aber anschlägt, verstärkt sich der sehr stark über das Gehäuse. Und das ist wirklich bloß durch diese eine Verschraubung so stark, macht einen Resonanzkörper. Ja. Wir haben ja bei den französischen Uhren ganz oft diese Schlossscheibenschlagwerke, wo man hinten so eine Scheibe sieht. Man sieht, das ist da nicht da. Das ist ein Rechenschlagwerk. Vorteil vom Rechenschlagwerk, Sie können an den Zeigern was verstellen und die bleibt immer, das Schlagwerk bleibt immer exakt zu den Zeigern parallel, muss man so zu sagen. Ja. Ich sehe hier auch eine Signatur hinten drauf und da sieht man auch wirklich Industrieprodukt Lenzkirch, die Bemarkung und drunter steht 1 Million. Also die haben wirklich auch in dieser Zeit schon wirklich, ja, man kann nicht sagen aus der Maschine fallen lassen, aber doch in sehr, sehr großen Stückzahlen produziert und auch diese Uhren wirklich weltweit verkauft. Es war kein regionaler Markt, sondern es war wirklich ein weltweiter Markt für diese Uhren. Zeitlich ist die also auch wie das Gehäuse, wie der Dr. Fries schon gesagt hat, vom 19. Jahrhundert, zweite Hälfte und ist also da wirklich sehr, sehr gut zuzuordnen. Die Firma Lenzkirch ist aus dem Schwarzwald und hat wirklich sehr viele hochwertige Hausuhren produziert in allen Variationen. Also wir haben, ja, wir haben Hausuhren, Regulatoren etc., also wirklich jedes Genre von Heimuhr dort drin gehabt.
Solche Uhren, die sind ja nicht nur in einem Ladengeschäft verkauft worden, die sind auf großen Messen angeboten. Und das fing alles mit Industrieausstellungen, Weltausstellungen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts an. Also 1851 die große Weltausstellung in London. Da wollte jeder hin, der auf dem Weltmarkt agiert. Und wenn Sie 1 Million Werke produzieren, dann ist das nicht für den lokalen Bereich, dann wollen Sie wirklich damit in die Welt hinaus. Also wenn Sie die Ausstellungskataloge der Weltausstellungen, Industrieausstellungen in Paris durchgehen, Weltausstellung in London, 6 Millionen Besucher, die Pariser Weltausstellung 1950 Millionen Besucher. Also da ist schon was passiert. Ja? Das war für den großen weltweiten Markt bestimmt. Jetzt ist es bei Ihnen gelandet, das ist gut aufgehoben, neben Ihren anderen Uhren. Viel Vergnügen damit und lassen Sie sie ticken. Sie werden jetzt auch noch wissen wollen, was die Uhr wert ist oder wie wir die einschätzen. Also ist natürlich ein bisschen schwierig, sie ist in sehr gutem Zustand. Und wenn man so eine in einer Auktion ansetzt, dann würde man die ungefähr mit 500 bis 600 Euro ansetzen. Natürlich in der Hoffnung, dass es mehr wird. Okay. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie da waren. Wiederschauen. Weil Sie ja gesagt haben, bei Ihrer Frau darf nicht jede laufen. Wie wird es jetzt sein? Ich werde sicherheitshalber mal die Frau fragen, was die dazu meinten. Dann schauen wir mal, ob sie laufen darf oder auch nicht. Würden Sie sich das wünschen? Ja, natürlich, klar. Es ist das Uhrengeräusch, das Tick-Tack. Das ist für Menschen wie mich Gesang in der Ohren, kann man sagen.